Opfer des Arzneimittels Contergan haben mehr Entschädigung und Hilfe von der Herstellerfirma Grünenthal verlangt. Vor 50 Jahren ist das Skandalmedikament vom Markt genommen worden. Mit einer Plakataktion in Aachen wollen die Contergan-Geschädigten auf ihre Situation aufmerksam machen. Gerade die jetzt über 50-jährigen Opfer leiden unter Folgeerkrankungen. Zum Beispiel seien ihre Hüft- und Kniegelenke stärker verschlissen als bei gesunden Menschen. Der Pflegeaufwand für die rund 2400 noch lebenden Betroffenen steige daher ständig. Die Sonderzahlung von 50 Millionen Euro vor 2 Jahren an die Contergan-Stiftung für behinderte Menschen, so die Contergan-Geschädigten, reiche nicht aus. Laut deutscher Presseagentur habe Grün zusätzlich mit der Unterstützung von Härtefällen begonnen. Konkrete Zahlen gab das Unternehmen nicht bekannt.